Heute spreche ich über die Hemdkragen, die auch du als Mann kennen musst. Gleich mal vorweg, Leute. Ein Hemd muss einfach sitzen. Wenn ein Hemd nicht sitzt, dann spielt alles andere keine Rolle. Also dann ist Preis, Qualität einfach völlig egal. Ein Hemd muss sitzen. Und ganz wichtig bei einem Hemd ist natürlich auch der Kragen. Denn der Kragen sagt A, sehr viel über den Träger des Hemdes aus und B, natürlich auch was über den Stil. Und Leute, egal ob schick oder leger, nichts prägt den Stil eines Hemdes so sehr wie der Kragen. Und deshalb musst du einfach diese Kragen aus dem heutigen Video kennen. Es gibt diverse Arten von Hemden und auch verschiedene Längen und verschiedene Formen und ich habe heute in diesem Video einfach die wichtigsten für dich zusammengefasst. Starten möchte ich mit dem Klassiker und zwar dem Kennkragen. Der Kennkragen ist einfach von seinen ausgeglichenen Proportionen, also von der Länge und von der Breite, einfach der Allrounder, der zu jedem Outfit passt. Heißt, du kannst den Kennkragen zum Beispiel zu einem Anzug perfekt tragen, aber du kannst den Kennkragen zum Beispiel auch in der Freizeit perfekt tragen. Du hast nämlich von den Proportionen her genügend Platz, um jegliche Art von Krawattenknoten zu binden und natürlich auch zum Beispiel um eine Fliege zu tragen. Also der Kennkragen ist somit die sichere Bank, die jeder Mann im Kleiderschrank haben sollte. Denn mit einem Kennkragen kann man wirklich nichts falsch machen und den kann man wirklich perfekt zu jedem Outfit kombinieren. Wir sind immer noch beim Kennkragen und zwar bei der kleineren Variante beim Urban Kennkragen. Der Urban Kennkragen ist einfach von der Größe und von seinen Proportionen her einfach ein bisschen kleiner und ein bisschen schmaler und deshalb wiegt das Ganze auch ein bisschen, ja, wie man so will, ein bisschen mehr urban bzw. ein bisschen sportlicher. Es ist wichtig, wenn man zum Beispiel auf einen Kennkragen zurückgreift, dass man einfach vom Hemd her ein Hemd auswählt, was von den Proportionen her passt. Denn wenn du zum Beispiel ein zu breites Hemd hast und dann halt einen urban Kennkragen, der sehr schmal und sehr klein ist von den Proportionen, dann passt das irgendwie nicht mehr so richtig. Und auch für diejenigen, die zum Beispiel etwas kleiner sind von der Größe her, die können zum Beispiel auch gut auf einen urban Kennkragen zurückgreifen, weil der passt dann einfach besser zu ihren Proportionen. Kleine Info noch zum urban Kennkragen. Der ist ja ein bisschen kleiner und deshalb kann man den halt auch perfekt mit einem offenen Hemd tragen, denn dieser Kragen, der steht einfach nicht so weit zur Seite ab wie bei einem normalen Kennkragen. Und by the way, jeder von uns kennt vielleicht dieses Problem, dass man ein Hemd anzieht und dieser Kragen, der sieht einfach nicht so gut aus, weil er einfach zum Beispiel zur Seite absteht. Wenn du dieses Problem kennst, dann pass jetzt ganz genau auf. Denn jetzt, Leute, jetzt kommt die Magic ins Spiel. Und zwar der Magic Button. Wer noch nicht weiß, was der Magic Button ist, der Magic Button ist ein kleiner, feiner, von beiden Seiten klebender Silikon Knopf und mit diesem kannst du den Kragen einfach wieder perfekt ans Hemd anbappen und so steht wirklich jeder Kragen perfekt. Und Leute, nicht nur der Kragen, sondern auch alles andere steht da perfekt. Also nicht das da unten, ja, dazu brauchst du vielleicht eine blaue Pille, sondern ich meine zum Beispiel das Einstecktuch oder auch die Krawatte oder auch dein T-Shirt. Wenn du zum Beispiel ein T-Shirt hochrollst und möchtest, dass die T-Shirt-Ärmel einfach oben bleiben, kannst du dazu einfach den Magic Button verwenden. Und der Magic Button funktioniert natürlich nicht nur bei Hemdkragen, sondern natürlich auch zum Beispiel bei einem Poloshirt-Kragen oder auch bei einer Krawatte. Jeder von uns kennt das, die Krawatte sitzt irgendwie nicht richtig, das Unterteil der Krawatte guckt irgendwie links oder rechts raus. Damit kann man natürlich auch dann dementsprechend die Krawatte perfekt fixieren. Oder aber auch beim Einstecktuch, was vielleicht manchmal runterrutscht. Kein Problem, der Magic Button ist da und löst das Problem. Also Leute, der Magic Button ist einfach so ein Styling-Hack, den sollte jeder Mann im Kleiderschrank haben. Link zum Magic Button findet ihr unten in der Infobox. Machen wir weiter mit dem Kragen, den ich hier gerade trage, und zwar dem Stehkragen. Der Stehkragen, den kann man perfekt in der Freizeit tragen, also ist für mich ein Kragen, den ich aus meinem Kleiderschrank nicht missen möchte, denn den kann man auch perfekt kombinieren. Ich finde, der ist sportlich, wiegt aber gleichzeitig elegant und genau das ist auch halt mein Stil, sportlich elegant. Ich will meine Outfits irgendwie immer so kombinieren und da passt der Stehkragen einfach perfekt. Wenn man den Stehkragen zum Beispiel auch ganz zuknöpft, dann wirkt er natürlich ein bisschen eleganter, aber wie auch jetzt hier zum Beispiel, ja, so ein Stehkragen mit einem Knopf offen, läuft einfach, Leute, läuft einfach. Und denkt dran, so ein Stehkragen kann man natürlich nicht, ja, mit einer Krawatte irgendwie kombinieren. Sieht man ja, das funktioniert einfach nicht. Und für mich persönlich ist es auch so, dass ich einen Stehkragen zum Beispiel nicht mit einem Anzug kombiniere oder beziehungsweise nicht mit einem Jackett oder Sakko kombiniere, weil wenn man sich das anschaut, einen Stehkragen zusammen mit einem Sakko oder Jackett, irgendwie fehlt da was. Machen wir weiter mit dem Haifischkragen. Und der Haifischkragen, den trägt immer mein Anwalt. Und Leute, ihr müsst wissen, mein Anwalt ist eine richtige Maschine, so ein richtiger Kerl, der ist richtig am Start. Und genau für solche Leute, für richtige Maschinen ist der Haifischkragen. Kommen wir zur Definition vom Haifischkragen. Der Haifischkragen hat einfach sehr weit auseinandergezogene Kragenspitzen. Und der Haifischkragen wirkt einfach deshalb sehr förmlich, gleichzeitig elegant. Und der Haifischkragen passt aus dem Grund auch sehr gut zum Beispiel zu Dreiteilern. Der wirkt einfach da, ja, sehr präsent und sehr dominant, gleichzeitig aber auch super stylisch. Den Haifischkragen kann man natürlich auch gut in der Freizeit kombinieren. Und meistens ist es so, dass bei Freizeithemden der Haifischkragen zum Beispiel
Beispiel ja, bei Hemden getragen wird, die einfach vom Muster her etwas lockerer sind, damit man einfach hier so ein bisschen das Förmliche bricht. Und die kann man dann auch super lässig tragen und sehen dann einfach auch bei einem Street-Style-Look sehr stylisch aus. Machen wir jetzt weiter mit der sportlichsten Variante, und zwar der Button-Down-Variante. Der Button-Down kommt eigentlich vom Polosport, deshalb ist es auch die sportlichste Variante. Und der Button-Down-Kragen hat einfach, ja, da hat man die Möglichkeit, den Kragen, die Kragenspitzen einfach mit fest angenähten Knöpfen zu fixieren. Da braucht man nicht unbedingt einen Magic-Button, man hat nämlich hier direkt einen Button am Hemd. Den Button-Down-Kragen findest du meistens immer bei Freizeithemden, die vielleicht auch vom Muster her etwas lockerer sind, ein bisschen kariert oder gestreift. Und ich persönlich trage halt so Button-Down-Hemden immer gerne mit einer Chino, kombiniert mit weißen Ledersneakern. Passt immer ganz gut, ist locker lässig und sieht gleichzeitig halt auch sehr sportlich und elegant aus. Und noch ein kleiner persönlicher Tipp an dieser Stelle von mir. Ich persönlich würde jetzt ein Button-Down-Hemd nicht unbedingt mit einer Krawatte kombinieren oder mit einem Sakko oder Jackett, denn das ist ja ein sehr sportliches Hemd und kommt ja aus dem sportlichen Bereich. Deshalb würde ich es auch einfach sportlich lassen. Kommen wir zur elegantesten Variante, und zwar zum Kläppchenkragen. Der Kläppchenkragen, der ist etwas anders als die Kragen davor, denn der hat nur vorne an der Spitze so kleine Kläppchen, die man oben tragen kann. Und aus dem Grund trägt man diese Art von Hemd auch ausschließlich nur mit einer Fliege bzw. mit einer Schleife. Und prädestiniert sind die Hemden, wenn sie zum Beispiel einen Kläppchenkragen haben, auch damit, dass sie zum Beispiel eine versteckte Knopfleiste haben, weil sie einfach ein bisschen eleganter sind und auch eine Umschlagmanschette haben. Denn solche Hemden trägt man logischerweise meistens nur dann, wenn man zum Beispiel ja, ein Smoking anhat oder zum Beispiel zu einem Wrack. Also wirklich zu außergewöhnlichen und besonderen Anlässen. Also Leute, jetzt kennt ihr auf jeden Fall die wichtigsten Hemdkragen, die man so kennen sollte. Und falls du Interesse hast an dem Magic Button, dann schau mal unten in die Infobox rein. Ich verlinke euch den Magic Button da. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hemden kaufen. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt Bescheid.